Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück im schönen Nicht-Google-Tal. Wir sind auf der Suche nach Aluminium. Und uns wurde gesagt, dass wir dieses Aluminium an der Oberfläche finden. Aber wir dürfen uns nicht zu weit von unserem Zuhause entfernen, weil dann haben wir das nächste Zuhause verloren. Und dann könnte ich es gut verstehen, wenn ihr sagt, der kann mich mal mit seiner Sucherei. Das wollen wir nicht. Wir suchen Aluminium. Aluminium. Wenn man es dreimal sagt, ist es auch nicht mehr witzig. Aber es wurde schon festgestellt, dass dieses Aluminium total schwer zu finden ist. Allerdings brauchen wir es, um eine Werkbank zu bauen. Das habt ihr euch sehr gut ausgedacht, liebe Leute aus Paderborn. Habt ihr euch sehr schön überlegt, dass man Aluminium, jetzt habe ich es mir angewöhnt, verdammt, nicht so einfach findet, sondern wir gehen zurück zur Drachenhöhle erstmal. Die ist hier hinten irgendwo. Hier ist ein Schwein. Oh, das schläft. Ist das nicht niedlich, dass die Tiere nachts schlafen? Oh, bin ich jetzt rübergerannt? Das wollte ich nicht. Ja, wir müssten es an Verfärbung im Gestein erkennen, denke ich mal. Oder finden wir es tatsächlich dicht unter der Oberfläche? Ich weiß es nicht. Das hier? Es ist echt, wenn das wirklich so schwer zu finden ist, ist es echt übel. Dann seid ihr echt übel, Jungs. Ah, hier ist unsere Drachenhöhle. Und seht ihr irgendwo eine Verfärbung, die so etwas, die zeigen könnte, hier ist Aluminium verborgen, eventuell. Ich sehe nichts. Ich bin hier schon mal lang und hatte hier auch ein paar kleine Löcher gegraben. Könnt ihr mal hier im Berg hochgehen einfach. Es geht nicht immer. Man muss ja vorsichtig sein, wenn man stürzt, kann man nach unten wieder bringen, nicht krank. Oder sogar tot sein. Okay, jetzt sind wir hier ganz oben drauf. Aber wirklich ganz, ganz oben. Aber auch hier sehe ich vorerst kein Aluminium. Ja. Also zumindest keine Verfärbungen, die jetzt irgendwie auffällig wären. Hier eventuell. Da ist so ein bisschen anders, aber nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Nein, wir haben außer Dreck noch nichts gefunden. Aber wir werden natürlich nicht aufgeben. Oh, was ist denn da? Ich dachte, da wäre ein Bär. Dann hätten wir aber ganz schnell einen Flitzer machen müssen. Ja, vielleicht hat es jetzt schon neue Erkenntnisse gegeben eurerseits, auf die ich allerdings jetzt noch nicht eingehen konnte. Deshalb werde ich auch nur diese eine Folge jetzt noch aufnehmen. Oh, schaut mal. Das ist ein geniales Tal. Da hinten geht die Sonne auf, oder? Kann das sein? Ich zoome mal ran. Das genial aus. Dass ein Sonnenaufgang wird. Hui. Na dann. Das Schlimme ist, wir müssen hier zurück. Ne? Also wir müssen genau in die andere Richtung. Und hier ist nirgends Aluminium zu finden. Aluminium. Aluminium ist hier nirgends zu finden. Also werden wir wieder zurückgehen und weinen. Man kann, glaube ich, tagelang hier rumrennen. Ohne so etwas zu finden, oder? Kann das sein? Alter Schwede. Und wir dürfen auch nicht uns zu weit von unserer Ursprungshöhle entwegfernen, vor allen Dingen. ja, Aluminium müsste man normalerweise im Sand finden, aber hier ist ja nirgends Sand, hier ist überall Erde. Unsere Erde ist nicht wunderschön, aber hier gibt es auch bunte Blumen. Was haben wir hier? Na, auch nur ganz normales, wenn das nicht, dass es jetzt alles Aluminium war, was ich eingesammelt habe. Und ganz kurz mal gucken. Hier oben vielleicht, in diesen Schichten. Naja, da gibt es nur Dreck. Direkt Dreck sozusagen. Das machen wir jetzt schon zwei Folgen lang, ne? Das müsst ihr euch mal auf der Zunge mal zergehen lassen. Und da ist, wenn wir das jetzt hier abbauen, dass da eventuell Aluminium mit zwischen sein könnte, in den oberen Erdschichten. Da, wo das Sonnenlicht noch hinfällt, wie es gesagt wurde. Wir probieren es einfach mal aus. Jetzt ist gerade die Sonne aufgegangen. Das heißt, ich werde gleich nochmal zurückgehen in dieses Tal rein, weil das sah total abgefahren aus. Und wir müssen aber unbedingt die Orientierung beibehalten. Jetzt habe ich hier ein Loch eingekloppt. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr auffällige Stelle, die ich hier gerade kreiere. Durch meine Spitzhacke. Ich würde schon Axt sagen. Oh, ist das genial. Da muss ich mal ein Foto von machen, oder? Foto. Foto.
Boah, alter Schwede, ist das... Hui, ich würde sagen, die Sonne ist aufgegangen. Über diesen neuen Tal hier. Boah, da kriegt man richtig Bock, irgendwie alles zu erkunden. Aber ich weiß, ich darf hier nicht zu weit von zu Hause weggehen. Ist das dann, sind das ja neue Gegenden, sag mal? Da unten, seht ihr das? Oder sieht das einfach nur so genial aus, weil hier... Ich darf nicht so weit weg. Ich darf echt nicht so weit weg, Freunde. Sag doch mal was, mach doch mal was, dass ich nicht so weit weggehe. Es ist so schön hier, es ist so wunderschön. Kommen wir hier hoch? Schaut euch das Tal an. Genial. Aber auch kein Alu. Wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder zurück. Das mache ich nicht mit. Ich will mich nicht nochmal verirren. Verirren. Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt hier wieder hoch. Auch, aber auch hier überall nichts zu finden, ne? So schräg kann man immer ganz steile Berge auch hochsteigen. Ich glaube, es war hier oben, wo wir rausgekommen sind. Was ist denn hier? Ach, da haben wir, genau, hier haben wir uns durchgeschlagen. Und hier ist dieser Fels. Dieser Adlerfels. Da unten ist noch eine Höhle. Aber wir gehen jetzt zurück erstmal. Wir gehen erstmal wieder zurück. Oh Mann, was liegt denn hier? Was? Eine Baumwurzel, auch nicht schlecht. Ja. Wir müssen erstmal wieder ins alte Tal zurückfinden. Wobei. Was da wäre. Da hinten irgendwo, oder? Ist das da unser Tal? Oh nein. Oh nein, Freunde. Wir werden nie wieder nach Hause finden. Niemals. Niemals nicht. Ach, herrje. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Aber, ja, das, die Höhlensysteme hängen hier, glaube ich, schon so ein bisschen zusammen. Vielleicht waren wir hier ja schon mal drin, oder? Oh wei. Jetzt haben wir uns verzettelt. Jetzt, ja, ihr, ne? Ich nicht. Joa. Nein. Oh, das hat wehgetan. Ihr habt euch da jetzt ganz schön verzettelt hier in den Höhlen. Aber es kommt mir auch bekannt vor. Was ist denn da? Ja, genau. Hier waren wir schon. Alles klar. Alles ist wieder gut. Wir werden nach Hause finden. Und was ist das denn hier? Das ist nur Erde, ne? Aber vielleicht finden wir auch in dieser Erde dann tatsächlich das Aluminium. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Hm? Wie schon gesagt, vielleicht gibt es schon neue Erkenntnisse eurerseits, meinerseits nicht. Ich habe keinen Plan, was, wo wir Aluminium finden könnten. Kohle. Erstmal haben wir jetzt Kohle gefunden, okay. Und da hinten ist sowas Graues. Seht ihr den Fleck da? Diesen grauen Fleck? Ist das Alu? Stein. Ich finde immer nur Stein, immer nur Stein. Das ist so ätzend. Das ist auch nur ganz normaler Stein. Das ist einfach nur der Übergang zwischen Dreck und Stein, der so ein bisschen anders aussieht. Naja, gut. Geben wir uns erstmal mit zufrieden. Ja, wir haben uns wieder mal ein bisschen verirrt. Wir werden aber wieder nach Hause finden, glaube ich. Ich weiß, das habe ich bei der letzten Höhlentour auch gesagt. Ich werde nie wieder ohne Kompass mich außer Sichtweite meiner Heimat entfernen. Und wisst ihr was? Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Das sieht doch anders aus. Da brat mir noch einer einen Storch oder was. Oder irgendwas anderes. Das sieht doch nicht aus wie... Das sieht doch nicht aus wie Stein hier, oder? Stein. Das ist unfassbar. Wie soll das denn aussehen? Da oben? Schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, das ist normaler Stein. Ja, ist normaler Stein. Verdammt. Ey, wir haben schon so viel Krams gefunden. Und hier waren wir überall noch nicht. Oh wei. Hier waren wir überall noch nicht. Bin gerade mit der Maus hier ein bisschen am rumwuseln. Ja, Kohle sieht man sofort, ne? Da gibt es überhaupt keine Probleme. Die kann man sofort erkennen. 30 Minuten schon wieder. Die zweite Folge ist im vollen Gange. Ich würde aber ganz gerne in dieser Folge noch wieder nach Hause kommen auch. Ja, will, sagte der Mann, ne? Ist also eine sehr ausgedehnte Höhlentour jetzt schon über mehrere Folgen. Das sah eben anders aus aus der Ferne, aber ich denke mal, ist auch wieder nur Stein und Kohle. Hier geht's noch runter, okay. Ja, und vielleicht müssen wir uns echt mit dem Gedanken abfinden, dass wir auch runtergehen müssen, einfach. Und solange dann diese schwarzen Brocken rausfallen, ist alles gut, dann ist da... Oh, da ist blau. War blau nicht Kobalt? Da, seht ihr das? Ist doch blau. Stein.
Ja gut, wir haben jetzt eine Menge Kohle schon. Da war doch aber eben blau zwischen. Habt ihr das gesehen oder war das einfach nur, hat das nur so geschimmert? Geschimmert. Auch, sagt man ja auch. Ja, da war auch noch ein bisschen Kohle. Ab und zu haut man da noch mal ein bisschen was raus. Hier auch wahrscheinlich noch. Gut, wir nehmen alles mit. Egal, was sollen wir machen? Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als hier jetzt zu versuchen, weiter voranzukommen im Bereiche, wo wir eventuell die neuen Sachen finden. Hier ist Ende im Gelände, das ist eigentlich ganz gut. Ist da Gold mit drin? Sieht so aus, als wenn das Gold mit eingearbeitet wäre. Wäre auch sehr cool. Gold haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden, oder? Hatten wir schon Gold? Ich weiß nicht genau. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob da auch Gold dabei war. Ich weiß auf jeden Fall, was wir nicht haben. Immer noch nicht. Und was wir auch zu 99% in dieser Folge nicht mehr finden werden. Also ist Aluminium, das sind die Diamanten von Rising World anscheinend. Das hat ganz den Anschein. Es gibt ja bis jetzt nur Erze und wir haben ja noch gar keine Edelsteine gefunden, ne? Wir haben aber hier 61. Fünfmal Stein. Ja, Stein haben wir jetzt genug, wirklich. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. So, jetzt habe ich mich gerade verfranst. Da müssen wir hoch. Ja. Können wir hier an der Seite hoch? Hier so? Wir müssen jetzt zurückfinden bis an diese eine Stelle, wo ich diesen einen Einschlag gesehen habe. Von meiner Spitzhacke. Weil dann sind wir richtig. Ist das nicht toll? Hier geht es wieder gerade hoch. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu sehr... Ich bin auch schon wieder total hungrig. Da geht es ganz nach draußen. Ich glaube, wir müssen aber hier links ab, oder? Hier lang, eventuell. Ah, Freunde, diese Höhlensysteme sind schon echt nicht ohne. Bist du verrückt? Die sind echt ohne. Und das ist so eine ausgiebige Höhlentour wird hier. Unser kleiner Ausflug. Hier waren wir. Das ist gut, wir sind ja richtig. Hätte ich auch nie gedacht. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, hier scheinbar auch schon gewesen zu sein. Denn hier ist schwebender Stein. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten lang. Da ist aber irgendwas. Nee, da ist noch was, was wir noch nicht gefunden haben anscheinend. Hier ist eine größere Höhle. Hier scheint auch Licht rein. Und hier ist auf jeden Fall, entweder ist es Kupfer. Kupfer könnte es sein. Schauen wir mal. Ja, es könnte Kupfer sein, es könnte aber auch Eisen sein. Könnte auch Eisen sein. Es sieht aber eher aus wie Kupfer. Okay, schauen wir mal, was wir da rausgraben. Die Höhlen sind zwar sehr verwirrend, aber ich glaube, die werden uns letztendlich eventuell nach Hause führen. Es ist Kupfererz, ja. Nehmen wir auch mit, weil vielleicht können wir aus Kupfererz mal... Man soll ja da Glühlampen und alles rausmachen. Und schaut mal, das sieht doch anders aus hier, oder nicht? Dieses Zeug hier, das ist doch kein normaler Stein. Oder ist es einfach nur eine andere Steinsrasse? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch anderer Stein. Nee, ist einfach nur Stein. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht blöd, aber anscheinend doch. Und da oben ist auch noch Kupfer, wie es aussieht. Oh Gott, wo sind wir hier bloß gelandet jetzt gerade? Hier ist noch Kupfer. Was ist das denn hier, das Helle? Kann auch normaler Stein sein, wo einfach die Sonne sehr drauf scheint, oder? Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, es ist normaler Stein, der einfach ein bisschen von der Sonne beschienen wird. Okay, hier sind wir in der großen Schlucht. Da oben ist nochmal Kupfer. Das nehmen wir natürlich mit. Ganz klarer Fall. Wir haben schon ordentlich was gefarmt, ne? Und schaut mal, wir haben auch wieder Hunger. Wir müssen also gleich mal wieder was Schönes essen. Ja, und dann würde ich sagen, mach ich erstmal wieder eine Pause. Achtet auf eure Kommentare. Schau mal, was ihr da so sagt. was ihr da so sagt. Ob ihr da schon Aluminium mal gefunden habt oder nicht. Oder ob es das überhaupt gibt. Vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, ne? Oder ob es das vielleicht ganz unten nur gibt. Wir haben jetzt ja die oberen Bereiche der Höhlen abgesucht. Sucht, gesucht, gesaugt, abgesaugt. Links, ne? Würde ich sagen, oder? Links oder rechts? Was meint ihr? Boah, ist das hier verworren. Oi, oi, oi. Oi, 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 sag ich da nur. Kann sein, dass wir nie wieder nach Hause finden. Das würde mich jetzt nicht wundern. Aber hier sind überall schon Löcher, wo wir schon abgebaut haben.
Ich denke, wir müssen hier einfach nur lang rumirren und werden dann irgendwann nach Hause. Ja, hier geht's ganz runter, da wollen wir nicht hin. Da geht's hoch. Oh Gott. Das sind echt die Drachenhöhlen hier, die uns immer nur im Kreis führen. Und ja, ihr Geheimnis nicht preisgeben wollen, sagt man ja so. Die Höhlen gaben ihre Geheimnisse nicht preis. Geht's hier irgendwelche? Nee. Oh ja, jetzt haben wir uns wieder zu tief runtergewagt. Müssen uns wieder rauskloppen. Naja, okay. Es ist auf jeden Fall genial gemacht. Also, wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt hier schon seit ein paar Folgen irgendwie nach Aluminium suchen. Das ist zwar irgendwo auch ein bisschen Tucki nervig. Tucki. Aber auch irgendwo total cool. Denn, ja, es gibt einfach dieses Bergmannsgefühl viel mehr wieder als in anderen Spielen, die ich bisher so gespielt habe. Joa. Sag ich jetzt einfach mal, ne? Ich glaube, hier waren wir schon ein paar Mal, oder? Hier waren wir. Und dann sind wir hier runtergegangen. Kann das sein? Oh, das sieht alles so gleich aus. Ich drehe durch. Es sieht alles so unglaublich gleich aus. Ja. Und sagt mir bitte nicht, wie oft ich in den Kreis gerannt bin. Ich glaube euch das gerne, dass ich da einige Male tatsächlich mich im Kreise bewegt habe. Das ist ganz klar. Wir müssen ja im Grunde im Gegensatz, jetzt gehe ich zum Beispiel gerade wieder im Kreis, im Gegensatz zum Sonnenaufgang müssten wir ja im Grunde uns bewegen, um nach Hause zu kommen. Ich muss ja was essen, ich bin total hungrig. Warum sagt denn keiner was? Müsst ihr mal was sagen. So, erstmal was essen. Ich gucke auf die Uhr, 38 Minuten, die Folge ist um. Tatsächlich, unglaublich. Ich bin aber noch gar nicht zu Hause. Ich hatte doch gesagt, wir gehen dann nach Hause. So war doch der Plan. Und ihr wisst doch, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan. Oh, hier ist schon wieder was Neues. Sieht aber auch nicht aus wie Aluminium. Sieht eher aus wie Eisen oder Kupfer. Wahrscheinlich wieder Kupfer. Ei. Naja, es bringt ja auch nichts. Ohne Aluminium brauchen wir gar nicht nach Hause finden. Oh ne, ist Eisen. Es ist tatsächlich Eisen. Okay, war da noch was? Da könnte noch was sein. Brauchen wir gar nicht nach... Also, ne, das ist, als wenn die Frau sagt, hier ohne Butter brauchst du gar nicht nach Hause kommen. Zum Beispiel. Sagt sie ja sowas dann. Sowas sagen ja Frauen. Ohne Butter brauchst du nicht nach Hause kommen. Oder so. Okay, hier ist Ende. Gott sei Dank. Es gibt auch Enden in dieser Höhle, in diesen Höhlen. Die sind nicht endlos. So, okay, jetzt gehen wir mal da oben weiter. Passt mal auf, wir gehen jetzt mal hier oben weiter. Hier waren wir auch schon überall. Hier waren wir garantiert schon überall. Oder wir gehen jetzt hier raus. Kommen wir hier raus? Ist das hier Aluminium? Ich drehe mal durch. Ich träume da bestimmt die Nacht von. Dass ich durch die Welten streife und Aluminium suche. Da werde ich bestimmt von träumen. Ich will doch nur nach Hause, Freunde. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist eigentlich ganz cool, dass die Höhlen immer mal wieder an die Oberfläche stoßen. Und da muss doch jetzt unser Tal sein, ne? Da unten. Hier unten muss irgendwo die Drachenhöhle sein. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Total schlau. Oh nein. Ist auch kein Aluminium, oder? Ich bin total schlau. War das nicht der Berg, wo wir gestern da gelocht haben? Der kleine da? Schau mal. Ist da ein Schwein? Ja, es ist ein Schwein. Warst du nicht das Schwein? Entschuldigung. Sowas nicht gemeint. Warst du nicht das Schwein, was hier gestern Abend rumgepennt hat? Und war das nicht der Berg, an dem wir da rumgegraben haben? Graben? Ich glaube ja. Ja, guck mal, hier haben wir doch da, dann müsste doch da die Drachenhöhle sein. Juhu! Drachenhöhle, ich komme. Verdammt. Ja, da ist er. Ich sehe sie. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Aber nein, wir haben es nicht geschafft. Wir haben kein Aluminium gefunden. Ich bin auf eure Hilfe anverwiesen, dass ihr mir sagt, wie ich das Zeug finde. Ich sehe es nicht. Ich mache mal Licht aus. Ich sehe es einfach nicht. Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Das Aluminium, dem Aluminium kann nicht gefunden werden.
Und ich sage, in der nächsten Folge geht es weiter hier aus dem Drachenschlund. Jetzt mit schöner Minecraft-Musik und wir haben vergessen, den Ofen anzuschalten. Wir sind total gut. Nein. Ich will dich da reinpacken. Verstehst du das nicht? So. Zack. Und Ofen an. Geht so. Anschalten. Ofen an. Folge aus. Ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt. Tapfer. Weiter Minecraft. Guckt tapfer weiter Minecraft. Aber seid auch willkommen das nächste Mal hier im schönen Googletal. Nicht bei Minecraft, sondern bei Rising World. Euer Opa Zeron. Zeron spricht man das eigentlich auf. Ich habe jetzt mal Zeron. Naja. Macht's gut.